Ja, herzlich willkommen zu meinem heutigen Zahnarzt-Webinar. Mein Name ist Tom Krause und heute geht es um 3D-Druck-Kunststoffzahnräder schneller zur Serie durch Online-Lebensdauerberechnung. Die heutigen Themen sind, wie benutze ich den IGOS Lebensdauerrechner, wie komme ich an die Werte, die ich für den Lebensdauerrechner benötige, wie zum Beispiel Drehzahl, aber insbesondere auch Drehmoment. Was gilt es bei dem 3D-Modell des Zahnrads zu berücksichtigen? Und wann habe ich Kostenvorteile gegenüber anderen Herstellungsverfahren? Ja, aber warum überhaupt Zahnräder im Laserzahn bzw. im 3D-Druck herstellen? Da haben wir eigentlich die zwei großen Anwendungsgebiete. Auf der einen Seite Ersatzteile. Hier zum Beispiel ging es speziell um den Stanley 750B von 1924. Das können aber auch Ersatzteile für jegliche Maschinen und Anlagen sein. In dem konkreten Fall war es so, dass die Tachowelle verschlissen war und auch nicht mehr erhältlich war. Hat sich der Kunde kurzerhand die Tachowelle selbst nachgezeichnet, bei uns im Druckservice bestellt, innerhalb von 2 Werktagen erhalten. Hat er sogar nochmal eigene Lebensdauertests gemacht, dann eingebaut und alles hat sehr gut funktioniert. Das ist der eine Anwendungsfall. Der andere Anwendungsfall ist für Erstausrüster. Wir haben ja immerhin letztes Jahr 120.000 Verschleißteile im 3D-Druck hergestellt, wie Zahnräder, Gleitlager und Antriebsmuttern. Und hier mal ein konkreter Fall. Hier ging es um einen Zahnrad mit 26 mm Kopfkreis, 6 mm Breite und Innenvierkant. Im Lebensdauertest konnten wir sogar die Anforderungen des Kunden übertreffen. Dann ging es noch um den Preis. In der mechanischen Fertigung lag der Preis hier bei 5,40 €. Das war unter anderem auch dem Innenvierkant geschuldet, weil der natürlich auch ein bisschen aufwendiger ist in der Fertigung. Beim Lasersinter lag man hier bei 2,80 €, weil uns ist am Ende ja egal, wie das Teil am Ende genau geformt ist. Für uns ist es eher entscheidend, wie viele Bauteile passen in den Bauraum. Und so konnten wir hier einen erheblichen Kostenvorteil bieten und einen Lebensdauervorteil, also klassisches Take-up, Cost-Down, wie wir es bei IGOS anstreben wollen. Ein anderer Grund, der natürlich sehr offensichtlich ist, wir können alle möglichen Zahnräder im 3D-Druck herstellen. Ich brauche nur das 3D-Modell und dann kann ich schon jedes beliebige Zahnrad mir herstellen. Das Einzige, was es zu berücksichtigen gilt, ist, wir haben eine minimale Wandstärke von 0,7 mm. Das ist so die einzige wichtige Regel, die es zu berücksichtigen gibt. Das heißt, im Umkehrschluss auch circa ab Modul 0,7 oder ab Modul 0,7 können wir Zahnräder fertigen. Im Einzelfall auch schon mal Modul 0,5, aber ab Modul 0,7 ist das problemlos möglich. Und das ist halt der große Vorteil, dass ich halt ja jedes beliebige Zahnrad über Nacht herstellen kann, ohne dass ich mir groß Gedanken machen muss, wie fertigen wir das denn jetzt. Und ja, warum gerade bei IGOS? Warum fertigen wir gerade Zahnräder bei IGOS? Hier auf dem Bild sehen wir es mal ganz gut. Wir verarbeiten immer Gleitlagerkunststoffe. Das heißt, sowohl im Spritzguss als auch im 3D-Druck oder in der mechanischen Fertigung sind in unseren Kunststoffen Festschmierstoffe beinhaltet, die die Verschleißfestigkeit um ein Vielfaches erhöhen. Hier zum Beispiel eine Gleitlagerbuchse, 20 mm Durchmesser, 20 mm Länge. Belastet mit 800 Kilogramm, das sind 20 Megapascal, eigentlich gar nicht so viel für ein Gleitlager. Da sehen wir, dass ein Standard-3D-Druckmaterial hier sehr schnell ausfällt und demgegenüber das IGOS-Gleitlager sich halt genau für diese Anwendung entwickelt worden ist und sehr gut funktioniert. Demgegenüber halt haben wir wirklich eine Verschleißfestigkeit oder Lebensdauer, die vergleichbar ist zu spritzgegossenen Verschleißteilen. Hier zum Beispiel mal ein Vergleich zwischen einem Lasersinter-Gleitlager und einem Spritzgussgleitlager. Auch wieder 20 mm Länge, 20 mm Durchmesser. Hier kann ich sogar mit einer Last von bis zu 45 Megapascal draufgehen, das heißt 1,8 Tonnen. Ich könnte einen VW Passat als Last aufbringen und habe immer noch eine ähnliche Verschleißrate wie mit einem Spritzguss hergestellten Gleitlager. Hier zum Beispiel an einem Igel G, was so unser Standard im Spritzguss ist. Rechts sehen wir nochmal den Graphen dazu. Das ist die Verschleißrate, wie viel von der Wandstärke Verschleiß pro Kilometer. Das heißt, umso höher, umso schlechter. Welche 3D-Druckverfahren setzen wir hier dabei ein? Insbesondere Verfahren,
wo wir mit echten Kunststoffen arbeiten, die wir dann additivieren, weil wir ja bei denen sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und das sind auf der einen Seite selektives Lasersintern, zum Beispiel Iglidor I3, das ist hier unser gelbes Material für alle Arten von Verschleißteilen, aber auch Stirnräder und Kegelräder. Und unser Iglidor I6, was mal speziell für Schneckenräder entwickelt worden ist, was aber auch für Verschleißteile und Stirnräder verwendet werden kann, insbesondere auch in der Lebensmittelindustrie. Demgegenüber haben wir ein zweites Verfahren, das sogenannte Strangablegeverfahren oder Filamentdruck oder FDM-Verfahren, wo man auch Zahnräder mit herstellen können. Sie bekommen im Anschluss natürlich alle die Präsentation zugeschickt. Das heißt, hier haben wir auch nochmal weitere Informationen mit Links zu den Verfahren, wo Sie sich auch nochmal genauer informieren können. Wenn ich die verschiedenen Verfahren jetzt mal vergleiche in einem Zahnradtest, hier zum Beispiel an einem Zahnradtest mit zwei rotierenden Zahnrädern, ähnlich wie hier, in dem Fall mit Modul 1, 30 Zähne, eine Zahnbreite von 6 mm, 64 Umdrehungen pro Minute und 2,25 Newtonmetern. Dann haben wir hier mal aufgezeigt die verschiedenen Lebensdauern. Ein häufig verwendeter Zahnradwerkstoff sind gefräste Pommzahnräder oder gespritzte Pommzahnräder. Und in diesem Versuch hat das gefräste Pommzahnrad nach 15.200 Zyklen versagt. Demgegenüber unser im Lasersintern hergestelltes Iglidor I3 hat circa die doppelte Lebensdauer gehabt, 30.300 Zyklen. Das heißt, wir haben hier sogar eine höhere Lebensdauer als mit dem klassisch hergestellten Zahnrad, weil wir hier halt wie gesagt Festkunststoffe im Kunststoff haben und dadurch die Lebensdauer um ein Vielfaches erhöht wird. Wir sehen aber auch die filamentbasierenden Ergebnisse, wie zum Beispiel PLA oder unser I190, auch da sind wir mit dem Iglidor-Material besser, aber wir sehen, es ist halt ein anderes Niveau als mit solchen Lasersinter-Zahnrädern. Daher stellen wir ca. 95% unserer Verschleißteile, die wir für Kunden machen, im Lasersintern her, weil es halt einen Kostenvorteil hat, eine höhere Präzision hat, eine höhere Festigkeit hat und wie wir hier auch sehen, eine höhere Lebensdauer hat. Heißt nicht, dass das Verfahren filamentbasiert total ungeeignet ist. Wenn man schnell mal selber was drucken will, ist es natürlich sehr gut geeignet. Aber insbesondere, wenn ich auch mal in die größere Stückzahlen gehe, ist natürlich Lasersintern besser geeignet, einfach auch schon aufgrund des Preises. Genau, also hier können wir schon mal festhalten, haben wir sogar eine doppelt so hohe Lebensdauer wie mit dem klassisch hergestellten Stirnrad. Hier jetzt mal ein anderes Testergebnis. In dem Fall haben wir einen Testergebnis gemacht mit dem Zahnrad und einer Zahnstange in dem Fall, auch mit 2,25 Newtonmetern. Und in dem Fall war es so, wenn ich mir mein SES-Zahnrad aus Iglidor I3 nehme, mit einem Standard-CAD-Modell, wie ich es aus einem Inventor zum Beispiel bekomme oder aus einem anderen CAD-Programm, also wenn es wie nach einem Ohr gezeichnet ist, dann komme ich etwa auf dem gleichen Niveau raus wie mit einem herkömmlich gefrästen Pommzahnrad. Jetzt ist es aber im Lasersintern bzw. im 3D-Druck so, es ist gar kein Problem für uns, Änderungen am Modell zu machen. Ich muss ja nur das 3D-Modell ändern. Beim nächsten Mal kann ich das angepasste Modell verwenden, weil ich ja nicht an irgendwelche Werkzeuge gebunden bin. Und so haben wir es hier auch gemacht. Wir haben viele Versuche gemacht, um die Zahnfußkontur zu optimieren. Dennoch ist es mit jedem anderen evolventen Zahnrad kombinierbar. Genau, und durch diese Anpassung der Zahnfußkontur konnten wir nochmal zusätzliche Lebensdauer rausholen, was am Ende keine zusätzlichen Kosten sind beim Zahnrad. Genau, das heißt, auch bei so einem Versuch mit so einer Zahnstange konnten wir hier eine höhere Lebensdauer erreichen gegenüber einem herkömmlich hergestellten Zahnrad. Genau, aber am Ende möchte ich ja natürlich, bevor ich das Zahnrad kaufe und einsetze und vielleicht einen langwierigen Test mache, möchte ich schnell schon mal ein erstes Gefühl haben für eine Lebensdauer. Und da haben wir unseren kostenlosen Online-Lebensdauerrechner, den ich Ihnen jetzt vorführen möchte. Soweit ich weiß, bitte korrigieren Sie mich, es ist der einzige kostenlose Lebensdauerrechner für Zahnräder überhaupt. Und auch der einzige Lebensdauerrechner für 3D-gedruckte Zahnräder. Es ist ganz einfach, wir gehen hier auf den Link. Es ist ohne Login verfügbar.
einfach meine Zahnradparameter eingeben, wie zum Beispiel Zähnezahl. Sagen wir mal, ich habe 30 Zähne, ich habe eine Zahnbreite von 10 mm, ich habe ein Zahnmodul von 1 mm. Zahnmodul ist ein Maß für die Zahngröße. Dann das größere Zahnrad hat zum Beispiel jetzt 60 Zähne und auch eine Zahnbreite von 10 mm. Dann kann ich noch die Materialauswahl bestimmen, also unser Iglido i3 oder ob ich einen anderen Kunststoff oder metallisches Zahnrad habe. Einfach aus dem geschuldet, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Anwendung habe, ich habe ein Zahnrad schon beschafft, sei es Metall oder aus Kunststoff und es geht mir nur noch um das zweite Zahnrad, damit ich auch so eine Paarung berechnen kann dementsprechend. Ja, und dann gebe ich nur noch Drehzahl und Drehmoment von meiner Anwendung ein. Sagen wir mal, ich habe jetzt 100 Umdrehungen am kleineren Zahnrad und Drehmoment von einem Newtonmeter. Und hier unten kann ich dann noch die restlichen Infos eingeben, wie zum Beispiel, ist es ein Dauerbetrieb oder ist es ein Pausenbetrieb? Habe ich einen gleichmäßigen Lauf oder habe ich starke Stöße im Betrieb? Anwendungstemperatur ist natürlich ganz wichtig und der Sicherheitsfaktor. Umso besser ich meine Anwendung kenne, also umso besser ich Drehzahl und Drehmoment kenne, umso niedriger kann der Sicherheitsfaktor sein. Umso schlechter ich meine Anwendung kenne, umso unsicherer ich mir bin mit meinen Anwendungsdaten, umso höher sollte man den Sicherheitsfaktor nehmen, um einfach am Ende sicher zu sein, dass es in der Anwendung nicht ausfällt. Genau, ja, und dann kommt direkt schon die Lebensdauer raus. In dem Fall von beiden Zahnrädern. Das kleinere Zahnrad hat immer eine geringere Lebensdauer, weil es natürlich viel mehr Umdrehungen machen muss als ein größeres Zahnrad. Und genau, jetzt kann ich auch mal mit höheren Lasten rechnen, zum Beispiel mal mit 3 Newtonmetern. Dann sehe ich schon, dass die Lebensdauer deutlich heruntergeht. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel mal mit 4 Newtonmetern rechne, dann bin ich schon bei einer deutlich reduzierten Lebensdauer. Das soll jetzt aber nicht bedeuten, wenn Sie zum Beispiel Ihre Anwendung eingeben und da kommt jetzt zum Beispiel eine sehr niedrige Lebensdauer raus, dann soll das nicht bedeuten, okay, es funktioniert nicht, ich probiere das nächste. Denn man kann dieses Tool auch parallel nutzen, um quasi meinen Zahnrad auszulegen. Weil jetzt kann ich anfangen, mit den Zahnradmaßen rumzuspielen, zu gucken, wie muss ich denn das Zahnrad anpassen, damit es für meine Lebensdauer passt. Das Einfachste wäre, ich erhöhe einfach das Zahnmodul, das heißt, das Zahnrad wird größer. Dann komme ich wieder auf eine entsprechend höhere Lebensdauer raus. Heißt aber im Umkehrschluss auch, dass wenn ich jetzt das Zahnmodul verdoppel, dann ist auch der Zahnraddurchmesser direkt doppelt so groß, heißt auch viel mehr Platz im Bauraum. Das heißt, ich würde immer erstmal versuchen, zum Beispiel an der Zahnradbreite zu drehen. Das macht den Bauraum nicht direkt so viel mehr größer, als wenn ich das Zahnmodul erhöhe. Jetzt erhöhe ich zum Beispiel mal die Zahnbreite bei beiden Zahnrädern, in dem Fall auf 14 mm. Und schon komme ich auf eine deutlich höhere Lebensdauer raus. Und ja, so kann ich das kostenlose Tool einmal nutzen, um einfach meine Anwendung zu prüfen, wird es halten oder nicht. Und auch, wie muss ich vielleicht meine Zahnpaarung noch ändern, Zahnradbreite oder Zahnmodul, damit das für die Anwendung am Ende auch hält. Genau, das soweit an der Stelle, ist eigentlich sehr einfach anzuwenden. Ist am Ende aber immer eine Lebensdauerabschätzung, was nicht den Versuch in der Anwendung ersetzt. Deshalb empfehlen wir auch immer nochmal einen Versuch in der Anwendung. Genau. Gut. Ich fasse nochmal zusammen. Zahnmodul und Zahnbreite variieren, um die Lebensdauer zu erhöhen oder zu optimieren. Das kann man auch andersrum nutzen, wenn ich zum Beispiel jetzt ein gewisses Zahnrad habe und meine Lebensdauer ist viel, viel höher, wie ich bräuchte, dann kann ich auch andersrum rechnen, dann kann ich das Zahnrad auch kleiner machen. Dann kann ich auch rechnen, wie klein kann denn das Zahnrad auch sein, damit es hält, weil dann wird es natürlich auch wieder günstiger. Berücksichtigen sollte man, wir haben eine gewisse maximale Zyklenzahl, was das Lebensdauer-Tool an Lebensdauer berechnen kann. Es war 10 hoch 8 Zyklen, also 10 hoch 8 Umdrehungen. Das heißt, wenn ich mit den Lasten immer weiter runtergehe, ab einem gewissen Punkt kommt keine zusätzliche Lebensdauer mehr im Rechner hinzu. Heißt aber nicht, dass in der Anwendung die Lebensdauer nicht dann doch höher ist. Wenn ich eine Anwendung mit einer Zahnstange habe,
wie hier zum Beispiel, dann kann ich das ja bisher so noch nicht im Tool eingeben. Dann kann ich einfach in dem Fall als Gegenlaufpartner einfach mit einem sehr großen Zahnrad rechnen, zum Beispiel mit 110. Das ist dann im Ergebnis sehr ähnlich zu einer Zahnstange und so kann man auch so eine Paarung dann rechnen. Oder auch, wenn ich eine schwenkende Anwendung habe, das heißt, klassischerweise kann ich dem Zahnrad-Lebensdauerrechner ja immer nur erstmal kontinuierliche Bewegungen berechnen. Wenn ich jetzt aber eine Schwenkbewegung habe, dann geht das so erstmal noch nicht, wird alles noch hinzugefügt. Damit Sie aber auch jetzt schon mal ein Gefühl dafür haben, geben Sie einfach Ihre Parameter ein, als ob es eine rotierende Anwendung ist und dann geben Sie in der Arbeitsweise den Faktor oder den Fall an, dass Sie starke Stöße haben. Das ist quasi dann die Berücksichtigung des Falls, dass Sie diesen Drehrichtungswechsel haben. Heißt im Umkehrschluss, das Tool rechnet mit einem zusätzlichen Sicherheitsfaktor von ca. 2,2 im Hintergrund und damit können Sie auch solche schwenkenden Anwendungen berechnen, wo Sie quasi Drehrichtungswechsel haben und dadurch zusätzliche Lasten auf den Zahn kommen. Genau, die Schwierigkeit ist aber, wie komme ich an die Eingabewerte für meinen Lebensdauerrechner? Also wie groß mein Zahnrad ist, meistens hat man da schon ein Startgefühl oder hat man schon Abmessungen, wo man startet. Die Drehzahl ist tendenziell auch sehr einfach zu bestimmen. Entweder man weiß es schon oder man hat einen einfachen Drehzahlmesser. Schwieriger ist aber, das Drehmoment zu bestimmen. Das ist natürlich sehr essentiell für die Lebensdauerberechnung. Deshalb hier mal zwei Beispiele, wie Sie das Drehmoment anhand der Motorauswahl berechnen können. Denn am Ende kann ich das Drehmoment hier auf zwei Weise berechnen. Ich kann entweder von der Anwendung schauen, was habe ich denn für Massenträgheiten, für Lasten von der Anwendung her, was dann das Zahnrad belasten muss. Oder ich kann von der Motorseite ausrechnen, ich habe jetzt den und den Motor ausgesucht, welches Drehmoment kommt denn dadurch auf das Zahnrad. Dabei gilt es aber zu berücksichtigen, wenn ich zum Beispiel einen Motor habe, der sehr stark überdimensioniert ist, dann würde ich mit viel zu hohen Momenten rechnen und ich könnte eine zu niedrige Lebensdauer rausbekommen, die gar nicht unbedingt in der Anwendung dann tatsächlich der Fall ist. In so einem Fall, wenn man sich nicht ganz sicher ist, kann man zum Beispiel einfach schrittweise die Leistung runternehmen und gucken, ab wann bleibt denn der Motor stehen oder die Anwendung stehen und das ist dann circa auch der Lastfall. Gut, fangen wir mal an mit einem Schrittmotor. Beim Schrittmotor ist das Drehmoment am Zahnrad abhängig von der Drehzahl und dem eingestellten Strom. Das heißt, ich suche im ersten Schritt mal das Motordatenblatt aus zu dem Schrittmotor. Und dann kann ich im nächsten Schritt bestimmen, circa abschätzen, wie das der Drehmoment ist. Das heißt, wenn ich weniger Strom auch zum Beispiel habe, ist es auch weniger Drehmoment. Hier mal ein konkretes Beispiel. Ich habe mir jetzt eine Anwendung mit einem NEMA 17 Motor. Der hat einen Nennstrom von 1,8 Ampere. Habe eine Anwendung mit 1000 Umdrehungen pro Minute und habe in der Steuerung eingestellt ca. 1 Ampere. Ja, also wenn Sie, dieser Nennstrom wird halt in der Steuerung eingestellt. Wenn Sie es nicht wissen, dann rechnen Sie einfach mit dem vollen Nennstrom, in dem Fall von 1,8 Ampere. Das heißt, wie gesagt, ich gehe im Graphen auf 1000 Umdrehungen. Da würde ich im ersten Schritt bei dem 48-Volt-Motor auf 0,4 Newtonmetern rauskommen. Da ich circa die Hälfte des Stroms habe, ist es auch circa die Hälfte des Drehmoments. Das ist aber nur ein ganz, ganz grob, um ein grobes Gefühl dafür zu haben. Ich kann auch einfach mit dem vollen Strom rechnen, dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Bei Gleichstrommotoren ist das einfacher. Da habe ich bei einer bestimmten Drehzahl immer ein ganz bestimmtes Drehmoment und da kann ich auch mit Hilfe der Motorkennlinie mal eine grobe Abschätzung geben, was habe ich denn für ein Drehmoment an meinem Zahnrad. Hier wieder ein Beispiel. Ich gehe auf die Drehzahl, die ich in der Anwendung habe, unter Last. Ja? Also nicht die Drehzahl im Leerlauffall, sondern wirklich in der Anwendung unter Last habe. In dem Fall zum Beispiel habe ich 220 Umdrehungen. Und da gehe ich einfach in den Graphen rein und dabei habe ich ca. 0,25 Newtonmeter Drehmoment. Und das kann ich dann wiederum in den Lebensdauerrechner eingeben, um abzuschätzen, wie ist dann die Lebensdauer des Zahnrads. Genau, ich halte nochmal fest oder nochmal abschließend dazu. Das gilt natürlich nur für den Motor. Das heißt, wenn ich noch weitere Getriebe dazwischen habe, gilt es, das natürlich noch entsprechend umzurechnen.
Weiterhin müssen wir noch festhalten, dass das Drehmoment von Motor zu Motor ca. 15% schwanken kann. Das heißt, idealerweise schlage ich dann nochmal 15% drauf, um auf der sicheren Seite zu sein. Und bei der Auswahl von so einem Motor sollte man ca. 15 bis 25% Puffer lassen, also nie tendenziell bis zur absoluten Drehmomentgrenze auslegen. Genau. Wichtig am Ende ist natürlich, dass wir ein gutes 3D-Modell bekommen, weil wir das 3D-Modell 1:1 in den Drucker so laden. Das heißt, das 3D-Modell sollte ausmodelliert sein. Wir sehen hier zum Beispiel mal einen Vergleich, eine vereinfachte Verzahnung ohne ausmodellierte Evolvente, ohne Zahnfußradius. Das führt dazu, dass die Lebensdauer niedriger ist und dass ich mehr Geräusche im Lauf habe. Das heißt, wir brauchen immer eine ausmodellierte Zahnform mit Evolvente und Zahnfußradius. Abmessungen sollten auf Toleranzmitte sein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Innenvierkant habe mit 10 plus 0,2, dann sollte das auf 10,1 modelliert sein, damit wir in der Fertigung immer um die Toleranzmitte schwanken können. Außenverzahnungen können ruhig auf Nennmaß konstruiert sein, da muss kein zusätzliches Spiel einkonstruiert sein. Bei Innenverzahnungen sollte circa die Verzahnung in Zehntel Spaltmaß einmodelliert sein, das heißt auf den Durchmesser bezogen circa 2 Zehntel größer sein als auf Nennmaß. Und dann kann man das direkt einbauen, ohne dass man irgendwelche Nacharbeit verwenden oder anwenden muss. Wie gesagt, wir haben da den kostenlosen Konfigurator dazu. Da kann man ohne Anmelden direkt reingehen, Zahnmodul, Zähnezahl eingeben und direkt das Step-Modell runterladen. Kostenlos zur Verfügung. Entweder, dass Sie es dann selber drucken können oder dass Sie dann das Step-Modell bei uns im Online-Tool direkt wieder hochladen können, um dann den Preis zu bekommen. Oder auch, wenn Sie ein komplexeres Zahnrad haben, dass Sie das Step-Modell dann in Ihr CAD-Programm laden, um da dann noch weitere Änderungen dann vorzunehmen, wie zum Beispiel weitere Bohrungen oder sonstige Änderungen. Genau, bei der Welle-Narbe-Verbindung gibt es ein paar Unterschiede zum metallischen Zahnrad. Hier gilt es, alle Methoden zu verwenden, wo ein Formschluss vorhanden ist, wie zum Beispiel eine angeflachte Bohrung, sogenannter D-Cut, wie zum Beispiel hier bei dem Zahnrad zu sehen ist. Viele Motorenden haben auch bereits schon so ein Wellenende. Oder ein Innenvierkant zum Beispiel oder Passfedernuten. Stift und Bolzen funktionieren sehr gut, aber auch jede andere Art von Formschluss, wie zum Beispiel Profilwellen und Keilwellen. Kunden verkleben auch nochmal zusätzlich auch die Zahnräder, das geht natürlich auch. Was nicht funktioniert, ist ein Kraftschluss, wie zum Beispiel ein Aufschrumpfen oder Aufpressen von Zahnrädern. Da wird tendenziell kein Drehmoment übertragen, was hoch genug ist. Genau. Wann habe ich jetzt eigentlich Kostenvorteile mit solchen 3D-gedruckten Zahnrädern? Das ist das Gute, das können wir sehr einfach bestimmen. Sie können einfach online Ihr 3D-Modell hochladen. Sie bekommen direkt einen Preis, können die Stückzahl ändern, ändert sich der Preis und dann haben Sie sehr schnell ein Gefühl dafür, ist das kostentechnisch für mich interessant oder nicht. Wir haben aber auch Fälle, wo wir zum Beispiel Kunden haben, die Sonderzahnräder haben, wo Lieferanten dann herkömmlich 6 Wochen Lieferzeiten haben, was ja sehr schwierig zu handhaben ist, gerade im Projektgeschäft, wenn ich dann mein Produkt mit 4 Wochen Lieferzeit anbiete und sich dann Kunden dann zum Beispiel dennoch für solche Laserzahnräder entscheiden, einfach weil ich mir nichts auf Lager legen muss und einfach sehr schnell jedes beliebige Zahnrad erhalten kann. Prinzipiell haben wir hier eine Lieferzeit von ca. 2 bis 3 Werktagen. Wir können aber auch, wenn es dringend ist, über Nachtteile fertigen. Das müssen wir dann circa bis 11 Uhr am Vortag wissen und dann können wir am Tag drauf das Teil versenden. Weiterhin hat das Online-Tool eine automatische Machbarkeitsanalyse, wo automatisch die Bauteilgröße geprüft wird und auch Wandstärken automatisch geprüft werden. Das heißt, ja, es ist eigentlich sehr komfortabel. Es meldet sich auch von alleine, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten an dem Modell gibt. Von daher ist es parallel auch direkt eine automatische Machbarkeitsbewertung. Dann kommen wir auch schon bald zum Ende. Wann habe ich denn nun konkret Kostenvorteile? Hier haben wir das mal aufgestellt anhand von Gleitlagerbuchsen. Ist natürlich ein Vergleich zum Zahnrad ein einfaches Bauteil.
Bei so einer Gleitlagerbuchse ist es so, bei kleinen Teilen, zum Beispiel 10er-Buchse, bin ich selbst bis Stückzahl 1000, ist Lasersinter das kosteneffizienteste Verfahren, weil ich einfach so viele von diesen Gleitlagerbuchsen in den Bauraum bekomme, dass der Teilepreis unter 1 Euro ist und ich dadurch einfach sehr viele Teile fertigen kann. Umso größer das Bauteil wird, umso weniger Teile passen in den Bauraum, umso höher ist der Teilepreis und umso eher sind andere Verfahren geeignet. Wie gesagt, umso komplexer ein Teil wird, weil es ein Zahnrad ist oder vielleicht sogar ein Doppelzahnrad ist, was so gar nicht so einfach herzustellen ist, umso größer wird natürlich der grüne Bereich mit der additiven Fertigung, wo der additive Fertigung einen Kostenvorteil hat gegenüber den anderen Herstellungsverfahren. Aber wie vorhin schon gezeigt, haben wir ja zusätzlich auch einen Lebensdauervorteil, sodass man auch über die Lebensdauer oder die Anwendung hinweg entscheiden muss und nicht nur über den reinen Einkaufspreis. An der Stelle sei auch nochmal erwähnt, dass wir Zahnräder nicht nur im 3D-Druck herstellen. Wir fertigen die auch klassisch in der mechanischen Fertigung oder im Spritzguss. Wenden Sie sich gerne bei Anfragen an mich oder an Ihren IGUS-Ansprechpartner. Dann können wir auch gerne für Sie prüfen, was für Ihren Fall das günstigste Herstellungs- oder das beste Herstellungsverfahren ist. Abschließend mal eine Anwendung. Über die allermeisten dürfen wir leider nicht erzählen. Nicht sprechen. Hier ist zum Beispiel eine Anwendung im Feuerwehrauto, in dem Stellantrieb für den Wasserwerfer, wo quasi während im Betriebsvorgang auch dieser Wasserwerfer geschwenkt werden muss. Das heißt, auch wenn dann ja, sehr viel Wasser aus der Kanone rauskommt, also eine sehr hohe Last auch auf den Zahnrädern ist, funktioniert das hier einwandfrei mit solchen Lasersintern Zahnrädern. Haben viele andere Anwendungsbeispiele, über die wir leider nicht sprechen dürfen. Hier ist zum Beispiel ein Fall hier bei uns bei IGUS. Das war ein Traktor, der nicht mehr einsetzbar war, weil das Zahnrad vom Startermotor defekt war. Haben wir in dem Fall nachgezeichnet. War gar nicht so einfach, muss man noch den Gegenlaufpartner noch nachzeichnen, also abmessen. Dann konnte man das Zahnrad auch nachmessen, abzeichnen und nachmessen. Haben wir dann gedruckt und jetzt läuft der Traktor auch wieder. Von daher, das ist anfangs erwähnt, so ein Ersatzteilbeispiel. Und genau, damit sind wir auch durch und haben jetzt noch Zeit für Ihre Fragen. Wie gesagt, Sie bekommen im Nachhinein auch nochmal die Präsentation zugeschickt, auch mit hier nochmal solchen Links nochmal zusammengefasst. Gern können Sie sich auch per E-Mail oder auch telefonisch im Anschluss mit Fragen gern bei mir melden. Gut, ja, uns haben einige Fragen haben uns erreicht. Zum Beispiel zur Paarung, was ist besser, Kunststoff gegen Kunststoff oder Metall gegen Kunststoff? Das kann man eigentlich sich sehr gut auch schon im Lebensdauerrechner beantworten. Also prinzipiell, wenn die Anwendung es hergibt, kann ich sehr gern Kunststoff gegen Kunststoff Zahnräder verwenden. Umso anspruchsvoller eine Anwendung wird, umso mehr Wärme wird in das System reingetragen und ab einem gewissen Punkt, wenn ich eine sehr, sehr anspruchsvolle Anwendung habe, hilft es, das zum Beispiel das kleinere Zahnrad aus dem Metall zu machen. Wir können das gerne mal kurz hier an einem Beispiel durchrechnen. Ich hoffe, dass man den Bildschirm jetzt sehen kann. Gehe jetzt mal auf eine anspruchsvolle Anwendung. So, müssen wir hier so, wo wir wirklich kaum noch Lebensdauer raus haben. So, genau. Jetzt haben wir hier eine Anwendung, wo wir zum Beispiel nur noch 109 Stunden beim kleinen Zahnrad raus haben. Und sagen wir mal, Sie haben jetzt alles ausprobiert, Zahnbreite, Zahnmodul. Sie kommen einfach nicht auf den Punkt, wo Sie mit einer Kunststoffpaarung zurechtkommen. Solche Anwendungen gibt es natürlich. Und dann hilft es, wenn Sie das kleinere Zahnrad zum Beispiel metallisch machen, dann ja, wird in dem Fall nicht ausgegeben, aber Sie sehen, dass die Lebensdauer des größeren Zahnrads sogar noch steigt, weil durch die Wärmeableitung des metallischen Zahnrads einfach Wärme aus dem System rauskommt und dadurch auch die Lebensdauer des größeren Zahnrads erhöht wird. Ich würde aber immer das kleinere Zahnrad metallisch machen, weil das höher belastete ist und mehr Zyklen macht.
Dann hatten wir Fragen zur Maßhaltigkeit. Sehr guter Punkt, bin ich gar nicht drauf eingegangen. Wir bieten unsere Bauteile mit einer Maßhaltigkeit an von plus minus 0,1 mm bis zu einer Kantenlänge von 50 mm und darüber hinaus plus minus 0,2% der Maßhaltigkeit. Genau, da gilt es einfach von Anwendung zu Anwendung zu entscheiden, reicht mir das von der Präzision oder nicht. Meine Erfahrung ist, für sehr, sehr viele Anwendungen reicht es. Wir haben letztes Jahr ca. 30.000 Zahnräder so hergestellt. Es gibt aber natürlich auch Hochpräzisionsanwendungen, wo das nicht reicht. Das gilt es dann an der Stelle zu bewerten. Gerne können wir mal ein Zahnrad kostenlos bemustern, dass wir es einfach mal ausprobieren können. Eine andere Frage, die wir bekommen haben, war zu den Oberflächen. Funktioniert es denn so gut mit den Oberflächen? Es stimmt, wir haben hier im Lasersintern oder im 3D-Druck eine höhere Oberflächenrauheit als mit einem klassisch hergestellten Zahnrad, wie zum Beispiel in einem gefrästen Zahnrad. Dennoch, wir haben es ja gezeigt, haben wir mit solchen Lasersinter-Zahnrädern eine höhere Lebensdauer als mit dem gefrästen POM-Zahnrad, weil am Ende sich die Oberflächen einfach auch sehr schnell einlaufen oder sehr schnell minimal glätten. Und ist für so eine Zahnradanwendung eigentlich, wenn ich so einen Kunststoff-Zahnradbehandlung habe, die Oberfläche nicht so schlecht ist, dass es die Oberfläche, die Lebensdauer negativ beeinflussen würde. Sonst hätte ich ja auch nicht hier eine doppelt so hohe Lebensdauer mit einem Lasersinter-Zahnrad als mit einem gefrästen Zahnrad. Genau. Alle anderen Fragen würden wir dann einfach im Nachhinein beantworten. Würde ich Ihnen persönlich kurze E-Mail oder anrufen. Und genau, gern hier nochmal das Angebot. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gern direkt an mich wenden. Und dann können wir auch gerne alle weitere Fragen auch persönlich klären. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Und wie gesagt, Sie bekommen die Präsentation im Nachhinein nochmal zugesendet.